Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MIMO Basics Serie. Ich bin CJK von meetmigo.org und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen PlayStation 3 6-Axis Controller mit eurem N900 verbinden könnt und damit dann auch Spiele spielen könnt. Viel Spaß! Als erstes müsst ihr euren PlayStation 3 6-Axis Controller so vorbereiten, dass in dem internen Speicher von diesem Controller eure Bluetooth-Adresse gespeichert ist. Die Bluetooth-Adresse findet ihr hier, einfach aufschreiben oder diesen Bildschirm offen lassen. Dann wechselt ihr auf euren Linux-Computer. Dort müsst ihr das Programm runterladen, was ihr unter diesem Link kriegt. Ihr schreibt den Link auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Dann verbindet ihr euren PlayStation 3 6-Axis Controller per USB-Kabel mit dem Computer, öffnet ein Terminal, das Archiv entpackt ihr einfach in eurem Home-Ordner und hier gebt ihr dann für Rootrechte dann den Programmnamen ausführen und dann eure Bluetooth-Adresse ein. Verbindet den PlayStation 3 6-Axis Controller wie gesagt mit eurem PC und drückt einfach Enter. Der schreibt dann, wie man hier sehen kann, einfach die Bluetooth-Adresse rein in den Speicher und ab jetzt könnt ihr schon den Controller mit eurem N900 verbinden. Dazu schaltet ihr auf eurem N900 einfach das Bluetooth an, drückt auf dem Controller den PlayStation-Button, der verbindet sich jetzt, blinkt ein paar Mal, sucht das N900, verbindet sich und zum Testen könnt ihr einfach genau in diesem Fenster den rechten Analogstick nach oben und unten drücken und dann wisst ihr, dass es funktioniert, weil es dann nämlich scrollt. Wofür ihr das Ganze dann benutzen könnt, das zeige ich euch in einem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich auf YouTube, guckt auf meetmigo.org vorbei und bis zum nächsten Video.